Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Clash Royale Video. Sorry auf jeden Fall für meine Stimme. Ich bin aktuell noch immer ein bisschen erkältet angeschlagen. Vor allem der Heuschnupfen. Ja, egal. Darum geht es auf jeden Fall heute nicht im Video. Denn mein neues Nebenthema ist ja, wie gesagt, Clash Royale. Habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Es kam schon ein kleineres Short wieder zum Kobold-Bohrer. Und heute mit dem Brücker hier. Auf jeden Fall am Start. Ja, hallo. Ich bin wieder dabei. Nein. Und heute haben wir uns ein Update ausgedacht, und zwar das Meet-Update, wie ihr wahrscheinlich auch schon am Thumbnail und auch am Titel erkennen konntet. Und darüber werden wir ein bisschen reden. Es kommen insgesamt 12 Karten ins Spiel rein, beziehungsweise es werden auch ein paar verschoben. Und wir fangen erstmal sofort an mit den zwei gewöhnlichen. Also hier haben wir Zwerge. Ich mache jetzt die gewöhnlichen, da macht der Brücker die seltenen, da mache ich die epischen und der Brücker nochmal die legendären. Ja, Zwerge, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich irgendwie an diese Zwerge, die man sich ja so typisch vorstellen kann, die man auch kennt, die auch gut in Clash Royale reinpassen könnten, mit den Zipfelmündchen und diesen kleinen Geschöpfen. Nein, wir sprechen hier von den Mittelehrenzwergen, dadurch, dass es, finde ich, ein bisschen besser passt in Clash Royale. Weil es gibt ja auch so Karten wie Ritter und so, das ist ja mehr so Mittelerde-mäßig, beziehungsweise auch Kobold und so. Deshalb passt das, hätte ich gesagt, ganz gut. Zu den Stats, das sind auch, also zu den Aussehen ganz kurz, das sind halt ungefähr so wie die Lego Castle Zwerge. Die haben tatsächlich auch zwei Leute haben so gesagt eine Pickaxe, also die sind zu dritt unterwegs, und zwei haben halt eine, und noch einer hat eine Schaufel, der ist auch in der Mitte, der mit der Schaufel, der steht ganz vorne. Ein bisschen so wie Skelette, das Ganze kostet 3 Elixier. Und auf Level 1 75 Schaden, wie gesagt, gewöhnlich kann 75 Schaden machen die hier. Wir sagen immer jetzt hier nur Level 1. Und haben auch Leben von 400 und nochmal ein 100er Schild, also auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, das war's erstmal zu den Zwergen. Jetzt kommen wir zu den Sprengmeister. Und das ist nämlich die zweite gewöhnliche Karte, und zwar der Sprengmeister. Und der Sprengmeister ist halt eine einzelne Karte. Ist schon wieder Zwerg mit einem goldenen Helm diesmal. Also die anderen haben silberne Helme, der hat einen goldenen Helm. Der hat in seinem Helm TNT, beziehungsweise Dynamit, hinten auf dem Rücken nochmal Dynamit und auch in den Händen Dynamit. Also er ist gut ausgestattet. Der macht tatsächlich auch 300 Damage, was ziemlich stark ist, hat aber allerdings nur 100 Leben oder mal 50er Schild, was nicht wirklich gut ist. Ja, so ein bisschen wie Bomber halt, macht auch Flächendamage. Genau, die anderen haben natürlich kein Flächendamage gemacht, die Zwerge. Und das Ganze kostet auch 3 Elixier. Und jetzt kommen wir mit dem Blicker auch zu den seltenen Karten. Also bei den seltenen haben wir erstmal Erdbeben, weil wir uns gedacht haben, das passt da gut rein. In eine Mine. Die Mine sind ja oft unter der. Hatten wir so einen Bohrer, ungefähr so wie der von Cole aus Ninjago, so vom Aussehen her. Also Funky halt so gesagt vom hinteren Teil und dann halt vorne wie so die Spitze von Koboldbohrer. Der macht 50 Schaden pro Sekunde und hat auch 1000 Leben natürlich. Und macht kein Flächendamage. Weil, ja, das Skabi kann ja trotzdem relativ leicht besiegen. Pro Sekunde 50 Damage. Ja, dann sind die Skelette mit 2 Hits weg, glaube ich. Genau. Ungefähr. Und, die ist halt natürlich selten und kostet 4 Elixier. Ist ja eine starke Karte auf jeden Fall. Ja, dann, weil so viel Leben hat. Ja. Dann kommen wir zu den epischen. Bei den epischen haben wir hier erstmal den Golem reingeschoben. Wie gesagt, passt in die Mine, muss man nicht drüber reden. Aktuell die Kartenverteilung, finde ich, passt auch gar nicht so gut. Aber egal, vielleicht kommt auch nochmal ein Video. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann noch eine Karte natürlich ausgedacht. Das war der Wurm. Das Ganze kostet. Ist eine sehr starke Karte, und zwar, wie gesagt, episch für Karte. Ihr spielt den wie Rakete, könnt ihr ihn überall hinstellen. Hier hinspielt, aber nur bei den Türmen, so gesagt. Also da ist so ein Radius bei den Türmen dann. Da könnt ihr halt links, rechts, hinten oder vorne hinsetzen. Du bist halt, wenn ihr dann Zauber hinmachen würdet, aber der Radius ist halt begrenzt. Also außen ist alles rot, außer bei den Türmen, dann dieser Radius.
Und ja, das Ganze ist halt so gedacht, dass er sich unter der Erde erst durchgreift und dann hinter der Tower hochkommt wie eine Zauberkarte und dann halt erstmal 750 Damage macht, aber danach sich noch in 5 weitere kleine Gewürmer aufsplittet. Dann ist er auch so ein Bombenloch ungefähr, wie zum Beispiel bei Riesenscape, wenn das eine Bombe hinterlässt, dann hinterlässt er die Bombe auch wiederum so ein Loch. Und ziemlich stark auf jeden Fall, vor allem weil die kleineren Tiere halt 50 Leben haben, das heißt 100 Leben haben, das heißt, sie sind auch Tuscher für den Tower, glaube ich, und machen aber trotzdem 60 Kronentower-Schaden und das pro Sekunde. Das ist ziemlich stark auf jeden Fall, wenn man das nicht mit einem anderen Zauber nervt. Das heißt, 750 Schaden hier garantiert und dann halt auch mal ein bisschen extra Schaden durch die kleineren Würmer. Und jetzt die legendären Karten zum Schluss beim Bricker. Ja, also zuerst haben wir den Tunnelgräber. Ja, er erklärt sich von selbst. Tunnelgräber mit der Schaufel ist eigentlich so ein Miner eigentlich auch gefühlt. Und ja, passt halt gut in die Arena rein. Und dann haben wir uns noch die Lore ausgedacht. Fährt halt über die Karte. Streut so am Rand von sich so, schmeißt so Steine von sich ab. Die machen 100 Schaden. Also kann jenes Skelettarmee damit down machen. Fährt halt von der einen Tower bis zum anderen Tower hin und hat tatsächlich auch 750 Leben auf Level 9. Also das ist ja eine legendäre Karte. Und ja, ziemlich stark auf jeden Fall. Vor allem bei den Damage, weil sie sofort beim ersten Hit 700 Damage schon macht. Dann beim zweiten 999 und beim dritten ganze 1250, was extrem stark ist. Nachdem zerstört sie sich selber, nach dem dritten Hit, also man kann maximal nur 3 Hits machen, so gesagt. Das wiederholt sich dann auch nicht. Ziemlich, also wirklich extrem stark, meiner Meinung nach. Ja, aber man kann diese Karte halt dann auch mit einem Tesla oder so abwehren, weil der Tesla macht ja so 100er Hits, glaube ich. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus damit. Genau. Aber dann, ja, dann kommt die halt am Tesla an und ist dann, kommt die nicht mehr zum Tower. Ganz kurz noch zur Miete, wie aussehen würde die Arena, da hat man ja immer so einen Anblick. Es wäre einfach ein Berg. Da hat man vorne, fährt da so eine Lore raus. Und sonst ist halt noch so ein kleiner Tunnel. Sonst war es eigentlich vom Design her. Und ciao.